So, wir starten das neue Deck. Die Kollektion ist gemacht. Ich muss mal kurz mal den Deckträger mal. Wir tun das mal löschen. 1.2 bitte. Zu spät. Machen wir gleich. So, wir schwingen Shami. Das ist natürlich verdammt stark. Wir bestätigen. Geben ab. Ja, diesmal haben wir eine gute Kombination für die fünfte Runde. Kampfschrei. Oh, Kampfschrei könnte auch was gegen. Er könnte auch was gegen was haben? Gegen Geheimnisse, natürlich. Totem-Shami mit. Könnten wir auch machen, aber ich ziehe lieber Karten. Wenn er den stärkt, dann stärkt er den. Der heilt auch alle um 1. Passt. Na, hier was drauf. 7, jetzt kommt was. 4. Warum hast du das gemacht? Interessant. Okay. Okay, Bulade. Dann wissen wir ja so ungefähr, was du spielst. Der heilt es aber. Sich kann er nicht heilen. Passt. Geben wir mal ab. Und sie sind der Meinung, das war Spitze. Der denkt jetzt hier, ach Gott. Das ist gut. Das ist gut, wenn ich die richtigen Karten ziehe. 8. Dahinter ist auch noch auf die Hand. Das heißt, später. Ich weiß ja, was er spielt. Wir könnten ihn vernichten. Machen wir auch. Und weiter geht's. Hier haben wir ja noch mal was. Jetzt kommen 3. Okay. Auch nicht übel, sagte der Diebe. Zack. Zack. Hat. Wenn die fällt noch mal 2 Schaden. Wenn ich. Der macht ja. Wenn er aus dem Ei schlüpft. Die 2. Ja. 26. 26. 7. Nehmen wir ihn mal, sonst heilt er mir ein bisschen zu viele. Doppelte Macht, doppelt hast du. Wenn wir das richten jetzt, dann haben wir 3. Müsste ich noch eine Runde warten. Ich will das überhaupt nicht jetzt richten. Musaki, Kälte käme. 3 bleiben übrig. Wenn ihr nach Macht steht, findet ihr hier. Was ist denn hier los? Ah ja, okay, das gucke ich mir gleich an. Einen Augenblick, ich habe gerade meine wichtige E-Mail bekommen. Das ist unglaublich. Oh, er hat
da schreibe ich was dazu. So, okay, das ist unglaublich, sagt er, ja. Ja, ich werde ihm auch ein bisschen gerne sein Deck kaputt machen, weil auf was er spielt, ist ja klar. Auf Kampfschrei. Passt. Sehr schön. Ja, den hast du verbraucht. Jetzt räumen wir mal das Feld auf. Okay, warum den nicht? So, okay, wir müssen ein bisschen Zeit schinden. Hätte ich auch machen können, weniger was. Wir machen hier den, verstehe ich. Der 5er wird dann verwandelt in eine 8er. Das einzige, was er noch bekommen kann, ist Minzon. Ja. Das machen wir die nächste Runde hier. Ich. Mal gucken. 8. 9 kostet die Karte, gell? Wenn er sie jetzt nicht günstiger zieht. Klar. 29. Schön, dann kann er die Karte immer noch nicht spielen. Die ist sau stark jetzt, die Karte. Die ist. Brauchst du nicht danken. Wir haben ihn dann ja auch noch da, ne? Wir könnten aber auch ihn spielen. Oder wir spielen ihn. Hier drauf, dann kommt der zum Vorschein, ne? Ich frage mich, ob. 3, 7. Spielen kann er es noch nicht. Denn der hat halt ein Mana-Staub, ne? Einer fehlt ihm. Ein Mana-Staub fehlt ihm. Natürlich ist das der richtige Weg. Ah, da muss er ein bisschen leer machen. Jetzt. Aber da er es gedankt hat, hat er das ja schon mit Dings auf die Hand. Machst du Mana, du nicht. 25. 25! Na, da hast du dir ja mal was ausgesucht, ne? Das Ende da! Nur gegen mich, das sind 3. Doppelt, okay, wenn er das jetzt doppelt macht. Passt es. Wir brauchen jetzt langsam unsere Karten. Unsere Karten. Ja. Das ist okay. 4. Komm schon. Interessant. So. Wir haben echt jetzt ein bisschen die Möglichkeiten. Geheimnis werde ich jetzt nicht ziehen. Ich ziehe jetzt erstmal nochmal 2 Karten. Der ist sau stark. Wir ziehen nochmal eine. Ich renne leider 2 Karten hinterher. 9. Meine Hand ist zu voll. Das passt auch. Eine Runde, dann haben wir es geschafft, ne? 10.
haben wir nicht geschafft. Meine Hand ist zu voll. Gib mir zwei Bananen. Fünf Karten noch im Deck. Zwei wichtige Karten, um einen Zauber aufzujagen. Und jetzt spiel das gleich. Ach, das war wirklich eine sehr wichtige Karte. Die war wirklich wichtig. Die habe ich jetzt gebraucht. Drei. Lass mal überlegen. Vierundzwanzig. Ich habe selber Frostblitz. Zweimal das. Was soll ich nicht? So, dann gucken wir mal, was passiert. Mit dem Dreier antesten. Wieder ein Frosch umgekehrt. Sechs Mana. Bitte jetzt die richtige Karte und das Spiel ist gegessen. Ja, es ist die richtige Karte. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Kleine Demonstration gefällig. Und das war's. Jo, mein erster Sieg für heute. Wie schön, dass es funktioniert hat. Man muss echt Geduld haben, ne? Dafür. Ja, ich weiß, wir sind bei Bronze. Aber wir kriegen ja unsere. Geh mal wieder runter. Oh, mal gucken, diesen Monat könnte ich wirklich Diamant erwirtschaften. Ich spreche mal kurz ab. Ich komme gleich wieder. So, sorry, aber das musste sein. Wenn man einen vierbeinigen Felljunge hat, dann muss man mit ihm raus. So, das hat jetzt eine Weile gedauert. So, und wir spielen weiter. So, im Großen und Ganzen war das jetzt vorher nicht schlecht. Ja, okay. Nochmal. Und jetzt geht's weiter. Einen Moment noch, bitte. Jaina gegen Rexha. Lass die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. So, wir starten das Spiel. Also, wir haben eine Karte, die wir brauchen, um zu gewinnen. Wir haben aber auch hier was ums Feld zu räumen. Und beim Jäger, glaube ich, wäre es gar nicht mal verkehrt. Wobei, wenn er die Tretfalle spielt, das heißt, wir müssen das umgekehrt machen. Ja? Erst den Zauber, danach den Untergangsverkünder. Die Reihe für später wäre auch nicht schlecht. Vierte Runde, wir haben die Münze. Bestätigen wir mal das Ganze. Vielleicht können wir ja damit was anfangen. Gut, wir spielen gegen einen Jäger. Das gefällt mir gar nicht. Warum ist das hier mit dem Stück so? Das gefällt mir aber auch nicht.
Warum tut er das nicht ganz raus? Das hat funktioniert. Deckträger, keine Statistik. Okay, das war jetzt eine Runde. Thomas mal minimieren. Ist halt jetzt momentan so. Ich weiß nicht, warum jetzt hier die Seite nicht. Hallo. Also, das war jetzt. Euer Held ist immun. Zock. Zieht eine Karte. Sie kostet 4 weniger, wenn es sich um ein Wildtier handelt. Da er eine Karte gezogen hat, wird jetzt dieses Wildtierchen 4 weniger kosten. Das heißt, einmal ihn schaden. Zack, zack. 4. Wir könnten jetzt beide Karte ziehen. Was machen wir denn jetzt? Einmal überlegen. So, Moment. Das will ich da ein bisschen auf die Seite schieben. Das Chatfenster hier rüber. Und passt. So. Was vielleicht schwarz rausgeguckt hat? Nein. Wir ziehen Karten. Ziehen wir mal Karten. Iceberg ist eine wunderbare Karte. Genauso wie Forschungsprojekt. Wunderbar. So, das war jetzt meine dritte Runde und du bist dran. Verringert die Kosten eines zufälligen Wildtiers. Also, schöne Karte. Verringert die Kosten eines zufälligen Wildtiers auf eurer Hand um 5. Gut, dann schauen wir mal. 3 Karten. Ah, okay. Da hat er wohl eine Karte gesucht. Passt. 5 ist wirklich schon hoch. Wir haben 8 Karten. Somit hätten wir 9. Das ist eine gute Karte. Und wir geben ab. So, einen Augenblick bitte. Ah, da hat bestimmt ein paar große, schöne, starke Karten, die jetzt weniger kosten und mehr Schaden machen. Ja, den kannst du hier platt machen. Auch nicht übel, sagte der Dübel. Wir geben ab. Okay, bis jetzt. Er zieht nochmal eine Karte. Das war eigentlich ein wichtiger Zauber gegen uns. Ein Leuchtfeuer, aber der wird ihn vielleicht nochmal auf der Hand haben. So, 5 Karten. 5. Wir brauchen Blizzard. Ab nächster Runde brauchen wir es unbedingt. Ziehkarten haben wir genug da. Wir haben was für die Verteidigung. Und dann würde ich mal sagen, geben wir mal ab. Schauen wir mal. Verringert nochmal und nochmal. Also er versucht hier die ganze Zeit seine Hand zu verringern. Ich mache da jetzt nicht viel. Zack. 10 Karten hat er auf der Hand und hat auch nur noch im Deck 10 Karten, ne? Sehr schön. Okay, er musste was spielen. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Wir haben es ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Wir haben einen jetzt runtergespielt. Das sind 8. Sind wieder 7. Jetzt haben wir die Musaki auf der Hand. 7-1. Könnte möglich sein. Muss abgeben. Abgeben. Verdoppelt den Angriff. Okay. Plus 6 Schaden. Dann kriegt der Ansturm. Ja. Gut gespielt. Das tut mir aber jetzt echt leid. So, das war ja schon eine starke Karte, was er gespielt hat. Die nächsten Runden kommen hier nochmal was mit Ansturm. Das heißt, wenn ich den fresse, habe ich ein Problem. Den könnte er jetzt wieder aufrufen, wenn er die Karte hat. Jetzt schauen wir mal. Come on. 17. 17. Es könnte auch sein, dass er die legendäre Karte da spielt. Und dann hat er ja alle nochmal, ne? Also quasi 9. Können wir nochmal eine Runde spielen? Eisblock wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Mir fehlt hier noch mal was. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Und nochmal, und jetzt kommt King Crash. 8, okay. 8, Kingi. Okay. Nochmal 2. So, wir haben schon eine saustarke Karte auf der Hand, aber zu wenig, um Schaden zu machen. Die nächste Runde. Wir machen mal hier den. Nein, mache ich nicht. Wir ziehen nochmal Karten. So, das heißt, ich habe 7 Karten, er hat nur noch 4. Der wird den Ding spielen. Ach, wie heißt die legendäre Karte? Der Troll, der... Nicht Troll. Wie heißt er denn? Ach, mir fällt gerade der Name nicht ein. Das ist 5, die 30. Ist kein Problem. Immer noch kein Problem. Wir können es noch mal eine Runde verschieben. Das heißt, wenn er aber was hat gegen das Geheimnis. Nee, den hat er ja ausgespielt. Das hat er mit seinem Kollegen, der die Zauber spielt. Richtig? Richtig. Also so viele haben wir jetzt nicht mehr. Ich habe nur noch 6 Karten. Ich habe hier, ich brauche eine Eislanze auf jeden Fall. Er hat auch nur noch 3 Karten. Come on. Das ist so stark. Wie viele Karten? 4. 4, 4. Eislanze. Was wollten wir machen? Ein Deckel, ein Zauber. Das hier. Das ist gut, dass die da sind. Jetzt. Sonst hätte ich ein Problem gehabt.
okay. So, und das macht's halt aus, ne, den Eismagier. So, der schafft. Das einzige Problemchen, was war, war, dass er diese starke Karte ziemlich früh gespielt hat. Ne? So, und somit haben wir Silber erreicht und kriegen ein Päckchen geschenkt. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns darüber. Wie können wir hier weitermachen? Müssen wir schauen. Machen wir es noch einmal. Wir haben heute ja den ganzen Tag Zeit. Und ja, das war halt rein technisch gesehen. Hallo. War das ja der zweite Sieg, ne? Weil. Oh, kurz mal. Halt, halt, halt. Nee, nee. Nein. Folgen und jetzt. Jetzt machen wir es nochmal, aber das macht nichts. Wir tun das mal verkleinern und dich tun wir mal zur Seite. Okay, also wir spielen gegen Maiev. Das könnte einige Geheimnisse mit sich mitbringen. Was so stark ist, dass wir zwar die zwei Zauber hier haben. Ich glaube, einen tue ich mal weg. Musaki behalte ich. Und Blizzard ziehe ich. Sase. Sase, Sase. Naruto. Hey, gut gespielt. Klau du mal. Jetzt habe ich schon beide auf der Hand. Muss mal überlegen, was könnten da kommen. Wir ziehen Karten. Okay. Okay. Fantastisch. Das sage ich auch. Fantastisch. Ja, ein paar Geheimnisse ruhen nach Spielen. Einzige Problem ist jetzt, wenn er Eisblock. Falls es doch ein Geheimnis. Ja, genau. Ja, oh, da haben wir nochmal gezogen. Ich behalte den mal. Ja. Was bist du für einer? Ist es einer, der Kartendecks fertig macht? Kann er ja machen. Wir sind ja im Wildmodus. Lakai. Ein Lakai. Den können wir auch noch platt machen. Lakai. Lakai wurde gespielt. Die üble Krabbelratte. Der kostet 3. Wir ziehen noch mal 2 Karten. Der ist auch stark. 9. Warten wir mal. Was ist es? Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Erhaltet am Ende des Zuges eures Gegners Kopien der Karte auf die Hand, die er rausgespielt hat. Das finde ich gut. Ja, das macht ihm bestimmt Schwierigkeiten hier. Und jetzt haben wir hier einen Dreier. Wir könnten jetzt, die Reihenfolge wäre jetzt Kältekegel. 4 Schaden Kältekegel. Machen wir mal. Was könnte er haben? Das hat er dann nicht. Wenn ich ihn stupfe. Der muss mit deiner 2 angreifen, weil wenn nicht, greife ich ihn mit deiner 2 an. Wir ziehen auf jeden Fall Kältekegel als nächstes. Genau. Machen wir das so. Also Schaden körpertechnisch auf den Charakter haben wir 2 auf der Hand. Zum Verstärken haben wir auch 2 auf der Hand.
Zum Vergünstigen unserer Zauber haben wir keins auf der Hand. Er will sich heilen. Okay, das war dann doch eine gute Entscheidung. Der Vierer. Okay. Okay, also das ist eins. Das ist eins. Das ist gut. Ja, falls ich doch zwei Karten ziehe. Verzauber ich ihn mit einem. Wir ziehen nochmal zwei Karten. Jetzt kann ich leider keine zwei Karten ziehen. Wäre meine Hand zu voll. Richtig? Richtig. Das heißt, wir verzichten hier auf ihn. Und wir verzichten auf ihn. Jetzt haben wir wieder einen frei. So, Kollege, jetzt kannst du ja wieder mal 10 Stück hier reinfüllen, ne? Die Karte. Könntest du sperren hier. Das würde Eifer, 2 Schaden, 3. Okay. Wie viele Karten habe ich im Deck? 15. Das war ja klar, dass ich dich ziehe jetzt, ne? Richtig? 2, 4. Ja, ja, mir fehlt eine Karte. Die muss ich jetzt noch gedulden. Was hältst du vom Blizzard eigentlich? Wäre das besser laut deiner Meinung? Ja. Kostet mir einen behalte ich. Wird behalten. Nochmal 2 Schaden. Okay, Schabernack. Jetzt können wir es spielen. 8, 2. Okay. Diebische Karten. Diebische Karten hier. Sonst hätte er die Waffe nicht. Irgendwas wirst du doch von mir bekommen haben, ne? Na komm. Wir könnten jetzt wirklich Frostnova zweimal ziehen. Das heißt, wir spielen den. Welcher macht mir am meisten Sorgen? Am meisten Sorgen macht mir die Seite. Findest du? Finde ich. 3-2, 2-1, 8. 8 Karten, 8. Ja, dann weiter. Jetzt wird er den nochmal stellen. Okay. Und jetzt, wenn er gespielt ist, auch eine saustarke Karte, ne? So, aber. Das mache ich jetzt nicht. Den oder den. Ich könnte auch hier den da platt machen. Die rücken näher. Oder ich lasse den Platz da. 9. Ziehen wir mal 2 Karten. Der zweite Eisblock. 10. Der 10. Hier drauf, die Rücken näher. Vier Heilung. Ich sollte trotzdem ein Zauber spielen. Lass ihn mal. Wir stoppen mal alle. Und den? Ja. Den. Wir gehen ab. 9, 12. Der wird wohl diese Karte doch hoffentlich haben. Genau diese. Wissen's klar. 4. Hier drauf. Zauberlehrling. Unheilsverkünder. Nein. Okay, dann ziehen wir nochmal.
zweimal Zauberlehrling. Zweimal Zauberlehrling. Machen wir es diesmal anders. Ja, komm. Neun. Eins, zwei. Nur zwei. Reicht mir nicht. Blizzard. Eisblock nächste Runde. Genau. Ah, sein Wunsch wurde erfüllt. So, Inhaltsverkünder wäre auch was Schönes. Macht nichts. Der Inhaltsverkünder hätte ich gerne gehabt. Okay. Vielleicht ziehen wir ihn ja. Ah, der lenkt schon hin, ne? Der passt schon. Das wird dein Liebling jetzt sein. So, wir haben natürlich. Um zu finishen fehlt mir noch ein bisschen was. Das ist auch fantastisch, würde ich mal sagen. Wunderbar, wunderbar. Drei. Eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Eins, zwei. Nein, haben wir nicht. Mir fehlt noch eine Anzahl. Also kriege ich den drei Schaden. Das ist eins, zwei, drei. Drei Zauberschaden. Blizzard. Blizzard, Blizzard. Wunderbar, Blizzard. Zwei wird er wohl kein Geheimnis gezogen haben, ne? Das sind drei. 4 und 3. 3, 4 und 3 ist. Ja, ja, das ist ja mal klasse wieder, ne? Das ist ja mal klasse. Gut, machen wir es nochmal. Wir müssen jetzt Geduld haben. Ich behalte es mal. Der Frostrank, den habe ich doch auch dabei. Habe ich ein falsches Deck hier? Kann nicht sein. Kann nicht sein. Okay. Ein Schaden. Da ist lieber ein Geheimnis. Vielleicht hat er ja die Karte nicht. Kann ja auch sein, ne? Ich nehme das. Nimm mal. Nochmal zwei Schaden. Okay. Da willst du keine 5 drauf machen. Passt. Okay. So, wir haben es nochmal rausziehen können. Nur muss ich später aufpassen, weil eine Karte muss ich übrig lassen. Sonst ziehe ich sie und bin kaputt. Das ist ja nett. Wenn ich mit meiner eigenen, zack, 34, 2, 1, 2, 3, 3 plus Schaden, 4, 5, 6, 6 plus Schaden, das wären dann 9. Ja, aber nicht gleich 9, ne? 9, 10, 11. Ah, Mann, das reicht mir nicht.
reicht mir nicht. Ich brauche jetzt Frostschock, Eislanze. Ja, dann probieren wir es halt mal mit Frostschock. Noch eine Runde kann ich nicht warten, aber 5 ist gut. Der hätte S4-1 machen sollen. 5 ist gut. White, white. Von white, white her komme ich her. Jetzt gibt mir die Eislanze. Ein gutes. Ja, hörst du vielleicht auf die Karte, wo... Es ist Eisland. Naja, okay, gut. Da warten wir jetzt nicht mehr lang. Kleine Demonstration gefällig. Haben wir geschafft. Und der dritte Sieg, der dritte Sieg. Zack. Eismann. Danke. 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 Wir machen eine kleine Pause. Das ist aber gut. Na. Naja, das ist schon alles erledigt. Michael, das ist alles dabei. Der Unheilsverkünder ist dabei, Hinhalte dabei, alles dabei. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ziehkarten dabei und davon sind 5 Stück, wo ich 2 Karte ziehe. Alles gut. Es war halt zufällig die letzte Karte halt. Ist Gelieder halt. Genau. So, wir spielen gegen Druide. Das könnte so viel sein. Ich habe Unheilsverkünder zweimal da. Untergangsverkünder. Wir sagen erstmal Hallo. Passt. Hallöche Lunara. Jetzt kommt der Geblin. Okay, ruft 5 Diener mit. Damit habe ich keine Probleme. Okay, Mosaki habe ich. Gut, ich gebe ihm dann einen Schaden und er gibt mir einen Schaden. Hm? Natürlich ist das der richtige Weg. Ah, interessant. 2, 3. Gut. Naja, hier hast du. Das war ja eine wilde Sache. Da kann ich nochmal Karten ziehen. Die nächste Runde, 5. Runde, spielen wir eine Kombination. Das macht mir nichts aus. Ja, den mache ich vielleicht so fertig. Ja, das. Ah, okay. Interessant. Was für ein Zauber, der auch noch. Was für ein Zufall, ne? Dass er ausgerechnet diesen Zauber gewirkt hat drauf. Macht nichts, passt. Weißt du was? Mit denen bin ich jetzt komplett einverstanden. 8 Karte, komm. Hau rein. Ja, komm, spiel was, Runa. So viele Karte. Und dann kommt hier der Untergangsverkünder aufs Feld. Die 7 Schaden muss ich essen. Okay. Uiuiuiui. Gut. Ach, Blizzard wartet auch schon die nächste Runde. Den behalte ich jetzt schön mal. Eine Angeberin. Hä? Oder ein Angeber. Chivap. Chivata Yep. Ich konzentriere mich gerade mal ein bisschen mehr, weil ich konnte das nicht. Ja, hier. Komm, hau. Ja, hau rein. Komm schon, halt. Das passt dir gar nicht, gell? Alle weg. Gut, dann habe ich Blizzard als Rückhand jetzt. Passt schon.
Das war ja eine wilde Sache. Ich sag hallo. So, das sind 2, 4, 6, 8. Das wird er dann spielen. 3, wenn ich doch den spiele als erstes. Und wenn ich jetzt nochmal Unheilsverkünder spiele. Wie viele Karten hat denn der? 7, alles. Wäre mir andersrum lieber. 9. Ja. Hätte ich auch noch spielen können. Oh, ich schwatze ab. Natürlich ist das der richtige Weg. Ob der ein Zetun-Deck spielt, glaube ich nicht. Badet in Flammen. Passt, Blizzard. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ziehkarte ziehe oder einfriere Karten? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Sehr schön. Komm hier. Ist nicht wild. Eins. Der Murakli. Murakli. Leidet, wie die Wildnis gelitten hat. Das mache ich jetzt nicht. Nein. Hast du alle auf der Hand, mein Guter? Ich gebe dir das alles auf die Hand. Bis jetzt haben wir noch keine Karte vernichten können. Ich habe ihn, ich habe hier noch was, das seht ihr, ich nutze das jetzt richtig aus. Okay. Nochmal 2 Mutierer. Komm, auf. Gut, das jetzt. Come on. Das passt schon. Wir rechnen dann sowieso zusammen. Also. So, momentan. Blizzard wäre auch cool. Zieh. Für Mosaki, ich brauche auf jeden Fall eine Karte. Gut gespielt. Das passt auch. Passt. So. Das ist so stark. Wir könnten. Nein! Das mache ich jetzt nicht. Der juckt mich auch kein wieder. 9, passt. So. Frost 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Das passt schon. Na, na, na. Legendär, der Banus. Okay, der Banus ist okay. Ist mir aber noch zu wenig. Er könnte aber auch 2 Runden starten, ne? Ah, gib mir die richtige Karte. Okay. Machen wir das mal. Na, er könnte die Runden erneuern. Ein Frostblitz jetzt. Oder eine Eislanze. Reicht mir. Ich hätte ihn stoppen sollen. Meine nächste Runde.
Du hast doch so viele Karten. Jawohl, die großen Viecher, wie sie hier alle auf dem Pfeil sind. Komm schon, hau rein. Nochmal ein Schaden. Aha. Ist nett. Wirklich nett. So, das heißt, ich habe sie immer noch nicht gezogen. Reicht es mir eigentlich? Wir könnten 4, 5. Das kannst du laut sagen. Den lassen wir am Leben. Den lasse ich noch am Leben. Hier hau ich den rein. Ja, Forschungsprojekt. Zweimal hätte ich mich schon einiges fertig machen können. 8. Passt. Komm hier rein. Ist mir alle wichtig eigentlich. Wie ist den? Die zwei oder wie ist die? Ich nehme den mal vor. Müsste den da drauf machen. Zack, zack, das ist seine kaputt machen. Aha. Reicht mir das? 1, 2, 3. 4. 4, 4, 4 plus Zauber. Ja, ja. Also es ist, ja, das macht nichts, aber das ist, ich habe nein, Mikrofon ist natürlich dabei. Was aber nicht dabei ist, ist die Kamera, die mich aufnimmt. Die, nein, die hören dich nicht. Zeig mal, wie es ausschlägt. Nee, gar nichts. Du bist extra am Telefon. So, mein Freund. Eine Runde kriege ich noch hin. Eine Runde, aber das macht nichts. Das sieht verdammt gut aus. Fruststrahl reicht auch. Dafür brauche ich ihn und ich brauche ihn und die zwei Nerven. Also die sind uninteressant. Oh, interessant, interessant. Da legt er los, ey. Der hat schon 40 Schaden auf dem Feld. Jawohl. Achtung. Was krieg ich? Ich krieg den Ingenieur. Okay, der Ingenieur ist aber gut. Den nehme ich. Den nehme ich auch. Ja, ja, das kannst du laut sagen. Wir ziehen nochmal zwei Karten. Jetzt habe ich einen Swim auf der Hand. Wenn ich den jetzt warte, dann kostet der 0. Wie viele Karten habe ich? 9. Der kostet 0, das passt. Meine Hand quillt über. Das gibt jetzt richtig auf die Fresse gleich. Ich, weißt du, so ist das Deck ist halt so. Da mache aus Geduld, ne? Und der hat jetzt hier komplett viel Schaden auf dem Feld. Und ja, aber jetzt kommt mein Eisblock, mein zweites. Und diesmal habe ich das sogar behalten, dass ich zwei Karten ziehe gleich. Dass der 0 kostet, ich ziehe zwei Zauber und es ist dabei. Ist egal welcher. Das Gute ist, auf dem kann ich einen Zauber wirken, auf dem kann ich einen Zauber wirken, auf über die Hälfte der Karten kann ich einen Zauber wirken. Was ich auch brauche. Zieht vier Diener. Ja. Viele, viele Legendäre hat er auf jeden Fall. Warum er die hat, weiß ich nicht. So, genau. So, wir spielen jetzt einmal, zweimal, dreimal. Ich ziehe jetzt, muss aufpassen, die zwei Karten sind im Deck. Alles dabei. Diesmal passe ich auf, weil vorhin habe ich gegen einen. Das war ja eine wilde Sache. Boah, das ist die höchste Rate. So, jetzt kommt der erste Zauber. 10 Schaden. Gut gespielt.
Jetzt kommt der zweite. 11 Schaden. Ich habe noch eine Rückhand sogar. Aber das war jetzt Eislanze. Danke. Das war ja eine wilde Sache. Yes, yes, yes. So ist es. Geduld, Geduld, Geduld. Einer guckt zu bis jetzt nur. Also mit mir, ich denke mal, der eine... ne, der ist gut. Mit mir gucken zwei zu, gell? Ne, ja. Ich und der Anna, genau. Gleichzeitig, ne, da steht eine Zahl, gleichzeitige Zuschauer, also guckt nur einer zu eigentlich, ja. Und das ist halt, ich glaube, ich bin inbegriffen in dem. Während der Aufnahme hier, ne. Ja, ich weiß. Ich mache kurz mal hier wieder eine Pause. Deswegen, da tue ich meistens hier. Das ist alles kein total easy geworden. Total easy. Take it easy, sagte Teasy. Wer war Teasy? Weißt du das noch, wer Teasy war? Formel 1. Der Hund. Früher gab es doch die Formel 1, wo man Musik gehört hat. Oder hieß es Formel 1 überhaupt? Ja. Wo im Fernsehen, ARD, ZDF. Ja. Dann sind die Hitparade da gelaufen, ne? Oder ja. Nein. Das ist nicht Snoopy, das ist der Teasy. Oder. Kennen wir noch eine K? Oh, ich spiele gegen Russen. Hey, alles klar, Nastrovia, Kollege. Nastrovia. I've got the power, Sputnik. Grüße. Ja, I've got the power. Das war auch so eine Sache, ne? Das war so, ach Gott, wann waren das so? 90er. Ja. Ihr Anruf wird gehalten. Please hold the line. Mana. Okay, nochmal. Und jetzt zwei Mana-Kristalle hoch. Drache-Deck. Wer ein Drache-Deck hat, spielt einzelne Karten. Das stimmt aber. Okay, mal gucken. Sehr schön. 5 passt. Das ist lieb von dir. Ja, bist wieder da. Ja, Jungs. Mal. Der hat wohl nicht. Für welche Klasse? Ja, Druide. Dann würde ich mich für den Negomant entscheiden. Die sind beide gut. Aber Ugamant ist halt gut, weil sobald einer einen Zauber wirkt, auch wenn es ein Vernichterzauber ist. Wenn ihr nach Macht streben, findet ihr hier Wissen. Okay. Den Tod. Sind beide gut. Der eine ist halt für den Todesrechtler gut. Dann kommt halt noch ein Vieh aufs Feld. Und beim
beim zweiten ist es halt wirklich, ja, den behalte ich jetzt, bis ein bisschen mehr da ist. Hm. Auf Karte ziehen oder so. 3. Okay, machen wir halt so. Und geben ab. Blizzard, Blizzard. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Sind beide gut. Kannst wirklich. Ich werde den, der wo einen Spott herbeiruft. Genau. Jetzt am Blizzard 3 Karte ziehe. Oder Blizzard vernichte. Ja, der Miracolix. So, wir haben auf der Hand noch nicht genug Schaden. Haben wir nicht. Hm, ich könnte mir nur Hearthstone. Kann ich nicht. Ja, genau, hast du mit euch zugehört, hä? Hau rein. Ja, ich höre dir zu. Ich muss nur kurz gucken, was er treibt. Okay. Mhm. Ich hau voll rein, gell? Ich fahre hier voll rein. Jetzt haben wir schon wieder einen Druide voll die Masse wieder gegen mich. Ja. Okay, oh, da will einer unbedingt kaum die Jades ziehen. Die Jades ziehen. Wieder ein Schal. Miracolix und Obelix. Weißt du noch, wie der Hund hieß? Das, ja. Der ist auch gut, ja. Ja, der Rintintin, natürlich, der Dings, der das.
Das war doch der... Wie hieß denn der nochmal? Und wieder einmal hat der Eiskönig hier zugeschlagen und jawohl, fette Fische auf dem Feld und mickrige zwei legendäre Karten. Und wir hauen hier voll rein. Jawohl, die Fimba ist auch schon erreicht. Ja, letzten Monat habe ich nicht so viel Zeit gehabt hier zu machen. Da habe ich Diamant nicht geschafft. Und wenn mit Diamant lohnt sich das auch mit den Steinchen, weißt? Wo man da bekommt, ne? So, und Wiedergabe 4. So, okay, das war ja wunderbar. Wir gucken mal, vorhin war noch der Bajake war vorhin online. Ne, der ist immer noch, oh, der ist schon, wo ist denn der? Der springt jetzt hier auch schon bei der Bajake, ja. Ja, genau, der springt doch auch rum. Der ist alles klar. Einmal machen wir. Grüßen wir mal. Hi. Ich grüße ihn für dich. Der andere Mann. So. Der hat auch schon reingehauen und ja, ich muss Gold auf jeden Fall hinter mich kriegen, ne? Blizzard. Wir spielen nochmal. Okay. Der Alte. Ihr habt es so gewollt. Nehmen Sie. Zweite Runde, wenn ihr weg seid. Damit können sie aber auch gut beschützen. Ja. Kennst du noch den kleinen Drachen? Ich will Feuerwehrmann werden. Nee, der Drache meine ich. Wie hieß denn der? Weißt du noch, wie der Drache hieß, der Feuerwehr? Nee, Fuhrer war von unendlicher Geschichte. Fuhr. Das war Zeichentrickfilm, da ist ein kleiner Drache, der will immer Feuerwehrmann. Und der hat auch so eine Feuerwehrmütze immer. Kennt ihr den noch? Mir fällt der Name nicht. Tabaluga war es nicht. Oder war es doch Tabaluga? Ich weiß gar nicht. The Cat Weedle. Der alte. Nee, ich hab. Ja, das sieht man ja sowieso nicht. Ne? Ja. Aber Cat Weedle kenne ich von zwei Filmen. Kenne ich den Cat Weedle, der Streuner, der Alte. Ja, ich weiß. War aber schöne Märsche. War echt auch schön. Okay, der kraut sich zwei Schaden rein. Ja. Ja, irgendwann bin ich da auf die Welt gekommen. Ne. Aber nicht 74, früher schon. Ne. Ich gehe ja schon bald auf die 50 zu. Ne, bin ich nicht. Auch nicht. Nimmst du die Mitte? Ne, bin ich nicht. Nö.
Ja, so die Mitte davon, wo du erwähnt hast. Ja. Ja, das ist nicht übel jetzt. Ich will die auf der Hand haben. Aldi sag, Aldi, Aldi. Hey, Aldi! Die Aldi-Tüt. Ja, der Effi und Eftelia, ja. Hahaha. Sind aber beide die gleiche. Euch fehlt es an Weisheit. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Ja. Emphi. Alles nur Viecher hier, ey. Ja. Die Runde mache ich jetzt noch. Mal gucken, wie das läuft gegen Hexenmeister. Und danach. Und dann geht's. Ja. Meine Augen sind offen. Ah, ich guck mal. Guck ich. Das ist aber lieb. Das wäre doch interessant. Das wäre Blizzard, Blizzard. Komm, benutze was Teures. Als nächstes kommt der Kältejäger. Wen bringst du um, den oder den? Wen bringst du um? Sehr der ihr deinen Ringer. Oder wir nehmen den Zwillingsdrachen. Ja, den der. Was passiert? Ja, Bazur, blauer Drache ist eine Karte für Blablub. Und zwar für den Wildmodus. Wildmodus! Ist eine starke Karte früher gewesen, richtig stark. Out. Tim, 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 palim, palim, palam. Jetzt kommen die fette. Boah, boah, guck dir das mal an, ey. Boah, Alter, 7er Spott. Das war ein fetter Dämon, mit dem er sich auch heilen kann. Wenn ja auch die zwei mal, dann das. Ja, Blizzard, aber Blizzard ist schon mächtig. Aber auf der anderen Seite haben wir ja noch die Frostnova zweimal drin. Und die Zikaden sind immer noch drin. Also wenn ich den jetzt hier benutze, kann ich die auch trotzdem stoppen, ne? Ja, machen wir mal so. Und zack. Müsst du den malen? In der nächsten Runde machen wir den fertig. Da ist er, da ist er. Da ist er. Oh, 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 eben kann er 12 Karte auf der Hand haben, Alter. Der baut sich aber sein Deck selber, also wird das ein Endsort sein. Ein Todesröschler-Deck, ich meine hier 24. 4-3, das reicht nicht, aber wir bauen unsere Karten. Der ist so stark. Das wird aber auch noch reichen. Nee, reicht nicht. Lass mal überlegen. Ja. Der Rintintin. Rintintin. Was soll ich nur tun? Schauen wir den Drache. Könnte auch meine Hand vernichten, wenn er die richtige Karte hat. Jetzt kommt es halt drauf an. Wenn er die Karte hat und mir rübergibt, ist auf einmal meine Hand leer, ne? Nein, er hat noch 12er, irgendwie stimmt doch da was nicht.
12 entdeckt ein Lakai. Lakai entdeckt. Zwei Schaden hier drauf. Einen hier oder so. Oder hier. Okay, er geht weiter auf Faced. Was auch Logo ist. Mein Gott, Walda. Wo ist denn der Unheilsverkünder hier? Gib mir jetzt her. Okay, zum Vereisen haben wir alles, was wir brauchen. Unheilsverkünder könnt ihr aber platt machen. Könnt ihr ja platt machen, wenn ich zwei nochmal ziehe. Okay. Warten wir es ab. The Giant. Blizzard habe ich noch. Wenn nichts jetzt mit Todesröscheln kommt. Nächste Runde müssen wir das spielen, ja. Also, wenn jetzt auch wieder die Karte kommt mit vernichtet alle Zauber, die 1 kosten, bin ich am Arsch. Bin ich kaputt, bin ich missgebaut. Drei Heilung. Ziemlich eins so lakaische. Ja, kann sein. Na, der will mir die einfach nicht geben. Wirklich nicht, ja. Den und den. Ja, die nächste Runde. 9. Nee, so viel Platz will ich ihm gar nicht machen eigentlich. Eine Karte kann er spielen. Den hätte ich mir auch am liebsten hier, ne? Warum kommt denn der Dappschädel nicht? Ernst, das weiß ich nicht. 8 Karten. Soll ich das Risiko eingehen? Wir machen es trotzdem mal so. So, du wirst doch wohl hier Schaden drauf machen und dich um 3 heilen, oder? 6 Mana verbrauchen oder willst du lieber die Hand platt machen? Also nächste Runde gehe ich das Risiko mal ein, auch wenn ich nur hier 1, 2, 3, 3. Oder soll ich schon Eisblock auch noch auf der Hand? Auf der Hand und auf dem Feld. Auf der Hand und auf dem Feld in der Hand. Ja, das war klar. 3 Leben. 3 Schaden an alle. Das ist nett. Da hat er gerade seine Viecher selber platt gemacht. Okay. Da haben wir nochmal den Unheilsverkunde. Habe ich denn was zum Vereisen noch? Anscheinend nicht. Es sind 1, 2, 3 Karten. 9. Ich spiele mal den. Der ist so stark. Ich spiele mal den trotzdem. Ich behalte die mal. Jetzt habe ich einen Finish auf der Hand. Mal gucken, ob er den da platt macht. Oh, der hat auch keine Karten mehr. Das ist ja interessant. Mir wäre es sehr recht, wenn er den kaputt macht. So, und jetzt den oder den. Die weg. So, jetzt. Höllenfeuer und jawohl. Das ist das, was ich gebraucht habe, um zu gewinnen. Und zwar, los geht's. Hier einen drauf, diesmal machen wir den Fehler nicht. Ein Spiel habe ich letztens verschenkt. Machen wir nicht.
Bäm, und wieder die gleiche Prozedur wie immer. Und zack, und der nächste Sieg. Der Sieg, der Sieg, der Sieg. So, das war auch nicht schlecht. Hier werde ich jetzt gleich erstmal mein Mikro. Also bis gleich, Leute. Eine kleine Gassi-Pause hier. Jo, hallo, weiter geht's mit der nächsten Runde. Naja, natürlich. Was ist denn hier los? Hallo. Warum ist denn so laut eigentlich? Nee, dich meine ich nicht jetzt. Ich guck grad. Nee. Hallo. Ja. Hallo, hallo, hallo. Nee. Bildschirm drin. So, weiter geht's. Weiter geht's. So, wir spielen natürlich Dämonenjäger. Dämonenjäger ist der Gegner. Also, diese Karten hier brauche ich definitiv. Die Ziehkarten brauche ich definitiv. Ich behalte das mal. Hallo. Du nicht? Ich habe aber, ja, ich habe kein Teenager. Ich habe nur noch eine. Eine, genau. Die Anna ist erwachsen. Nee. Ja, nicht zu viel amerikanisch denke hier. So, passt. ja, passt. Schauen wir mal, was er treibt. Oh, das war keine gute Idee. Okay, zwei Karten. ah, zwei Karten. Den, die zwei Fresse, den 1, 1, 2, nächste Runde. Ja, komm. Oh nein, damit dann habe ich Geduld jetzt. Müssen wir Geduld haben. Da kommt der zweite nämlich schon. Ja, das passt mir auch sehr gut. Das ist mir sehr recht. Wir machen da mal was anderes. Passt schon. Lass mal überlegen. Den behalte ich. Die zwei stopp ich. Karte 10, haltet. 4 passt. 5 passt. Hier den und die zwei hier. Und das passt mir sehr gut. Wir können nochmal eine Runde verschieben hier.
Das machen wir jetzt nicht. Wir stoppen die zweimal. Die zwei Schaden müssen wir einkalkulieren. Nächste Runde haben wir die und Blizzard. Nächste Runde Blizzard. Da friert mich hier ein. Das passt. So, zack, zack, 1. Ja, macht nichts. Hat 18, ich habe 19. 2, 2, 2. Machen wir später. Wir müssen den jetzt erstmal spielen. Das 6 Karten, 6, der hat jetzt 7 gezogen. Das machen wir später. Wir ziehen jetzt nochmal 2 Karten, 8, 9, 8, 8, 8, nochmal. Und wir spielen den. Weil wer weiß, wie stark der sich jetzt aufbauen kann. Und ich bin Geheimnis. Das lebe Blizzard. Und Blizzard behalte dich, ja. Und hat nur einen Schaden. Das war letztens so. Wir schnappen uns den. Oder Blizzard. Sehr schön. Passt. Frieden nochmal ein. 4. Wieso die kaputt machen alle? Ach so, das mache ich jetzt nicht. Wenn ich schon den habe, dann spielen wir den. Dann spiele ich nochmal den. Und ich hau dir mal den rein. Mit ich fressen. Wir können das hier Blizzard-technisch hier den spielen dann. Wenn ich den nehme. Ne, wenn ich den spiele, macht nichts. Eisblock. Passt. Ja. Ja, ist okay. Ich bin ja sowieso da. Ich bin nicht auf der Arbeit. Ah, okay, die Ellen will auf die Arbeit. Face, alle weg. Blizzard ist eine mächtige Karte jetzt, weil das ziehen wir 3 Karten noch, da werden jetzt die Großen kommen, da werden wir den und den noch auf Feld. 11, der hat nur noch 5. Das ist interessant, ich spiele mal den, dann kann er da 3 Plus machen. Dann spielen wir den und geben ab. Das einzige, mir wäre Eisblock jetzt noch als zweites. 16 Schaden müsst ihr über die Waffe hinbekommen. Das sind 3 Schaden. Jetzt muss er die, aber die haben keinen Eifer. Das ist auch klar. Face, Blizzard, nochmal was. Verleiht ihm 2 Leben, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber kann man den da haben. Gib ich ab. Gib mir ab. Das war jetzt dein zweiter. Wir könnten noch ein bisschen hier was machen. Da wird hier die 4 Schaden reinhauen. War klar. Aber das macht mir nichts aus. Beschwört ein Dämon. Passt schon da, 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 da. Die 2 reichen für hier. Der stirbt später. Das ist auch wunderbar.
Den geben wir auch ab. Zwei Schaden habe ich. Mosaki ist auf der Hand. Passt. 28. 4, 6. Schauen wir mal. Selber hat er nur noch zwei Karten auf der Hand, mein Freund. Der hat nur noch zwei. Wenn ich ihm die jetzt noch auf die Hand gebe, ist vorbei. Jetzt passt es wunderbar. Der bleibt am Leben. Das machen wir jetzt auch. Ich hau ihm den rein. Zwei Karten. Dings. Und du bist dran. Eins. Der hat nur noch fünf Karten und ich spiele gegen Dämonenjäger. Der hat nur noch vier auf der Hand, weil er nichts mehr im Deck hat. Ja, ich selber habe fünf Karten und genau die wichtigsten Karten sind schon wieder im Deck. Das macht auch nichts aus. Das macht nichts. Ich muss das nur richtig kalkulieren. Das ist klar. Zeig mal her. 8. 10. 2. Nächste Runde habe ich dann. Das sind 2. 2. 4. Wenn ich ihn den platt mache. Den machen wir jetzt fertig. 3 Karten. Passt. 1. 2. Und. Ja, den lass. Passt schon. Ich habe geknackt, den Dämonenjäger. So, Almigeti. Ich muss nur aufpassen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, nochmal, nochmal, nochmal. So, jetzt machen wir es auch richtig rum. So, und das war's. Und auf Wiedersehen, Dämonenjäger. Auf Wiedersehen, Dämonenjäger. Wie lieb von dir, wie lieb. Dankeschön. Hab ich. Diesmal war die Karte nicht die letzte Karte. Es war die vorletzte Karte. Die vorletzte Karte war es. Das ist kein Witz. Habe ich Frost links gekriegt und Eislandsee. Die letzte Karte, die vorletzte. Es hat natürlich total reingehauen hier. Total reingehauen. Und die nächste Runde. Passt. Der geht sowieso Elem jetzt auf die Arbeit bringen. Ja, der Michi. Der passt schon. Oh, nochmal ein Illidari. Ein Illidan. Also, das war ja schon. Jetzt habe ich die. Hab genau alle zum. Einer zum finnischen fehlt. Aber. Hallo, Michel. Hier, was treibst du denn her? Ich glaube, ich schmeiß mal alles weg hier. Ein kleiner Einfrierer wäre mir lieber. Bist schon auf dem Weg? Ja, deswegen habe ich dich nicht zurückgerufen, weil du gesagt hast, ja, 5 Minuten noch. 5 Minuten. 5 Minuten. Unser Gegner überlegt noch. Und es ist der Galkin. Galkin der Gallia. Weiß ich überhaupt nicht. Aber er hört sich so an. Galkin, ich bin der andere Mann. Ich bin der andere Mann. Andere Mann, 13. Krieger. Der 13. Krieger. Der Beowulf. Die Legende von Beowulf. Die erste Begegnung der Osmanen in Frieden hier, ne?
Ja, ja. Und was treibt dann? Illidan überlegt. Ich habe die äußere Karte nach außen und die innere nach innen und das könnte man spielen und toll wäre es einfach nur mal hier Gegner. Warum ist der nicht da oder was? Das kann nicht sein, dass er nicht da ist. Ich geh mal ab, dann werden wir sehen. Ein Trick habe ich auch schon erlebt. Warte. Und dann legt der Priester voll los hier, um die Karten zu spielen. Aber in dem Fall Galkin. Mann, der Galkin. Okay, ich gebe dir mal einen Schade in die Fresse. Und jetzt fange ich auch schon so zu reden, wie die im YouTube reden. Auf den Körper, ins Gesicht, sagen die meisten. Okay, Heldenfähigkeit. Dritte Runde. Naja, aber das wäre ja schon längst da jetzt, ne? Also ich habe schon eine Kombo habe ich schon auf der Hand. Ja, wenn ich den spiele, spielen wir nächste Runde. Erstmal will ich nochmal eine Karte ziehen. Eine zuverlässige und dann tun wir Blizzard auf zweite Stelle, falls alle Dinger kappen, wäre sowieso mein Ziel gewesen. Mann, der ist doch gar nicht da, Blizzard, was treibst denn du? Mein Gott, Walter. Mit der Münze. Ja, immer noch läuft die Uhr durch. Die Uhr läuft durch und der Illidan, der ist... Müsste doch schon, der Gegner ist nicht da, er hätte doch schon längst kommen müssen. Was ist denn das, was der da treibt? Kann sein. Ist auf jeden Fall egal, ab der nächsten Runde schmeiße ich schon Zauber raus, die ein bisschen teurer sind. Ihn behalte ich noch. Gut. Zack, zack. Okay, 4, 6, 6, 6. Dann haben wir hier 3. Das wäre 4, 6. Mit dem könnte ich ihm noch einen Vierer verpassen. Ja. Aber ich habe ihn ja auch noch, ne? Also wären das 7. Wenn ich den runterspiele, plus ein Zauberschaden, ergibt ihr 2, 5 und 5. Plus noch ein Zauberschaden, ergibt ihr 6. Wenn ihr 6 habt, dann sind das 12. 12 plus 4 sind 16, sind 17, ist noch zu wenig. Also wenn es die nächste Runde, ich schmeiß mal hier, wenn ich die schmeiße, dann wäre doch Blödsinn. Ich schmeiß das mal. Du bist dran. Ach, Kinas, der ist doch lange nicht da. Was will der da versuchen in der 7. Runde noch? Na, okay, diesmal ist es halt so, dass ich trotzdem Mosaki runterspiele. Ich spiele einen drauf, dann spiele ich den drauf. Ja. 6. 4, 1, 7. Sag ja, ich weiß nicht, was das sollte. Normalerweise ist, manche gibt es, die spielen dann, ja, und die stoppen dann. Ja, und dann denkt der Gegner, der ist offline, ja, oder irgendwas ist faul, ne. Aber Tatsache, ja, gibt es, habe ich schon oft genug erlebt, ja, in der 5. Runde, Priester zum Beispiel. Die Priester machen das gern. Ja, die, wo Priester spielen, nicht alle jetzt, ne? Es gibt aber zwischendrin, weil die haben erst ihre guten Karten ab der 5., 6. Runde, ja? Vor der Season jetzt, ja? Also bevor die neuen Karten jetzt kamen, da haben die sowas halt gern gemacht, ja? Und dann kam halt die Überraschung, ne? Ja, weil er dann wirklich ab da erst seine Karten hat und dann kann er auch was machen, ne? Ja, also ich bin da nie reingefallen, ich habe trotzdem geguckt, dass ich da Dings mache, weil du musst halt damit rechnen, dass der doch da ist, ne?
Ich trinke kurz mal meinen Tee. Sag mal, läuft die Musik noch? Weil ich meine Kopfhörer noch nicht an habe. Ach du, nee, oder? Naja, ist passiert. Aus. Nein, die ganze, jetzt weiß ich auch, warum das so laut war. Als Pegel. Als Pegel. Ja, gut, dass ich das leiser gemacht habe. Das wäre dann total laut gewesen, ne? Ja. Ja, passt. Nee, ich habe gerade eben nicht dran gedacht, dass Musik noch läuft. Das ist wohl das ganze Video jetzt gelaufen. Das eine jetzt. Ja, im Hintergrund macht nichts. Ist halt passiert. Ich denke mal, warum ist denn wieder eine Verschiebung da? Nein, menschliches Versagen. Menschliches Versagen. Das Gehirn hat abgeschaltet. Und nicht mehr dran gedacht. Hey, da ist ja noch Musik im Hintergrund. Ne? Wenn man die Kopfhörer nicht aufsieht, ist es halt so. Ne? Hätte ich meine Kopfhörer aufgesessen, wäre das kein Problem. Jo, also das war's mal für heute. Und es war ganz schön eine lange Zeit. Nach vielen Schnitts jetzt nach der Live-Aufnahme bin ich soweit, dass ich es fertig habe. Und wie gesagt, sage ich noch mal eins dazu. Also das war der Eismagier. Wir werden auf jeden Fall später, jetzt im Nachhinein, wird noch mal das Deckgötchen hier noch mal eingepflegt von der 30 Karte hier. Und da könnt ihr gerne, falls ihr das Deck spielen wollt, mal ausprobieren. Man muss halt, wie gesagt, Geduld haben. Ja, man wird auch ein paar Spielchen verlieren. Aber letztendlich hat es doch ein gutes Resultat. Wir haben ja Gold 9 jetzt erreicht. Und in dem Sinne hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ja, da wünsche ich euch viel Glück und gut Kart für eure Runden, egal was ihr spielt. Und über ein Like würde ich mich echt freuen. Daumen hoch, wäre echt klasse. Falls der andere oder die andere noch eventuell mich abonniert, wäre es auch klasse. Ne? Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß und gut Cut. Sagt White Raven. Bis bald.